ihr Lieben und willkommen in unserem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach aus der Klüngelbox, egal ob für Kinder, Frauen oder Männer, eine Shorts nähen könnt. In diesem speziellen Fall eine Cargo Shorts, das heißt mit den aufgesetzten Cargotaschen seitlich, die ich dann auch in diesem Video mal richtig erkläre, weil da gab es ja bisher noch keine Videoanleitung dazu. Ich hoffe, die Anleitung hilft euch und ihr fasst danach auch Mut, einfach mal statt einer langen Hose die Beine ein bisschen abzuschneiden und ganz tolle Sommershorts zu nähen. Viel Spaß beim Nähen! Die Klüngelbox, genauso wie viele andere Hosenschnitte, lassen sich auch normalerweise ganz einfach als kurze Hosen nähen. Das Einzige, wo man sich halt festlegen muss, ist, wie lange soll die Hose werden. Bei der Klüngelbox kann man sich immer daran orientieren, dass wir hier die Knielinie eingezeichnet haben. Hier wäre also das Knie. Und von da ausgehend kann man dann immer schauen, möchte ich das jetzt gerne wirklich knielang haben oder möchte ich lieber so eine Dreiviertellänge, dann würde ich hier die Mitte zwischen der Knielinie und dem Saum nehmen oder möchte ich das Ganze ein bisschen kürzer. Also ich habe jetzt hier einen 1,5 cm kürzer als die Knielinie. Man könnte aber auch sagen, man geht so richtig Richtung Hotpants und macht es dann noch kürzer. Das kann man am besten direkt an sich selbst bzw. am Kind oder am Mann ausmessen, wie lang das sein soll. Am besten, indem man die innere Beinart misst, dann ist man auf der sicheren Seite und das dann entsprechend kürzen. Die Hinterhose und die Vorderhose natürlich gleich viel kürzen, damit das auch am Ende wieder alles zueinander passt. Wenn ihr das Ganze gekürzt habt, ist ganz wichtig, dass ihr noch die Saumzugabe dazu gibt. Das ist jetzt hier bei mir ein bisschen blöd gewählt gewesen, denn ich dachte mir beim Zuschneiden, ich hatte hier so einen schönen ausgefransten Schnittkante vom Stoff und da dachte ich mir, das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn ich das einfach unten als Saum mache und da gar nichts mehr umnähe. Deshalb endet mein Saum hier tatsächlich genau an der Kante. Aber normalerweise, wenn ihr das Ganze umnähen wolltet, dann müsstet ihr natürlich noch eine Saumzugabe dazugeben, damit es dann nicht am Ende nochmal kürzer ist. Eine Sache, die ich immer noch ganz gerne mache, wenn ich Hosen kürze, die eigentlich als lange Hosen gedacht sind, ist, dass ich das Bein an der äußeren Beinart so ein bisschen gerade zeichnen. Denn bei einer langen Hose geht es ja normalerweise zum Knie hin enger und dann zum Saum hin eh. Aber ich finde, wenn man das wirklich genauso übernimmt und dann das Ganze kurz näht, dann sieht es halt oft auch so aus, als hätte man einfach eine lange Hose kurz genäht. Und ein bisschen schöner finde ich es immer, wenn es dann nach unten auch lockerer zum Saum wird. Deshalb gebe ich hier einfach an der äußeren Beinart immer noch mal so ein Zentimeter schon dazu, damit das hier einfach ein bisschen gerader ist und nicht zu schmal nach unten wird. Aber das ist eine Geschmackssache, das kann man machen, wie man möchte. Den Rest der Hose habe ich ganz normal zugeschnitten, meine Taschen, mein Bund. Ich nähe jetzt hier wieder mit einem Gummibund mit der aufgesetzten Tasche vorne und dann mache ich noch die Cargo-Taschen dran und zeige euch, wie das geht. Also haben wir dann am Ende eine richtig coole Cargo-Hose. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet, nämlich das, was auch schon in der anderen Videoanleitung für die Klüngelbox erklärt ist, nämlich die Abnäher und die aufgesetzten Taschen, das habe ich schon genäht. Wenn ihr euch dann noch unsicher seid, wie das geht, dann springt einmal in die andere Anleitung von der Klüngelbox. Ich verlinke die euch, ich glaube hier oben müsste es sein, da könnt ihr das nochmal nachschauen und dann kommt ihr hierhin zurück. Da wir jetzt die Cargotaschen nähen, müssen wir ein bisschen anders vorgehen als normalerweise, denn wir müssen jetzt als allererstes unsere äußere Beinart schließen. Dazu nehmt ihr ein Vorder- und ein Rückteil, das zusammengehören, so. Und legt die rechts auf rechts aufeinander. Ich zeige es euch jetzt mal an einem, das andere lege ich beiseite. Diese beiden Teile werden nun hier an der äußeren Beinart rechts auf rechts aufeinander gelegt. Schauen, dass sie am Saum schön bündig sind und oben auch. Und dann könnt ihr die aufeinander stecken. Wenn ihr die zusammengesteckt habt, dann näht ihr die mit der von euch gewählten Nahtzugabe zusammen und versäubert danach die Naht. Wenn ihr die Seitennaht geschlossen habt und versäubert, ist es ganz wichtig, dass ihr die Nahtzugabe zur Hinterhose hinbügelt. Diesen Schritt überspringt ihr bitte, bitte auf gar keinen Fall, denn das muss jetzt hier schön glatt liegen, weil wir ja hier über die Naht unsere Cargotasche setzen. Deshalb kontrolliert das nochmal, dass das wirklich schön gebügelt ist, schön flach, damit wir da die Tasche draufstecken können. Dadurch, dass ich hier diesen transigen Saum gewählt habe, den ich nicht mehr umnähen werde, habe ich mir das hier unten noch ein bisschen gesichert, damit auch die Versäuberung nicht aufgeht. Das ist immer ganz empfehlenswert, sonst franzt das da unten irgendwann so aus. So, jetzt können wir die Hosen noch mal kurz beiseite legen und unsere Cargotaschenbeutel nehmen. Das sind diese beiden hier. Ihr seht, ich habe schon was versäubert. Und zwar die Seiten und unten
mit der Overlock einmal. Und wir nähen jetzt als erstes hier unten diese kleinen Eckchen, die der Tasche ihr Volumen geben. Dazu lege ich mir diese kurzen Seiten der Ecke rechts aufeinander und stecke mir das einmal. Und dann ist ganz wichtig, wir nähen das nicht komplett ab, sondern wir enden mit der Naht 1 cm vor dem Ende. Also wir lassen hier unten den letzten Zentimeter zur Versäuberungsnaht hin offen und nähen nur das hier zusammen. Das gleiche dann auch bei der anderen Ecke. So sollte das denn jetzt aussehen, wenn ihr das abgenäht habt. Die letzten Zentimeter sind offen und wenn wir das dann so drehen, dann sehen wir hier schon, wie wir dann später das Volumen in der Tasche haben werden. Jetzt müssen wir erst noch uns um die obere Kante kümmern, denn die muss auch noch umgebügelt und abgesteppt werden. Dazu bügelt ihr einfach die obere Kante zweimal 1,5 cm zur linken Seite und steppt es dann hier an der inneren Kante entlang ab. So sollte die Tasche dann aussehen, wenn ihr oben die Kante auch abgesteppt habt. Der nächste Schritt im E-Book ist, dass man die Tasche einmal außen an den Kanten absteppt, damit das Volumen so ein bisschen Stand bekommt. Das heißt, man würde das Ganze hier so umliegen, dass es hier in der Spitze ist, hier oben parallel, und dann hier so ganz knapp absteppen. Das ist aber tatsächlich eine Sache, das würde ich nur bei relativ dünnen Stoffen empfehlen, also bei einem Feincord oder bei einem weichen Twill. Ich habe jetzt hier einen relativ festen Denim. Und hier oben mit den ganzen Lagen von dem Umgeschlagten, das macht meine Maschine, da hat die auch keinen Bock drauf. Obwohl die sehr gut durch dicke Lagen nähen kann, aber da habe ich jetzt drauf verzichtet. Was ich stattdessen gemacht habe, ist, dass ich mir das einfach so gebügelt habe. Ne? Also so wäre es ja halt dann abgesteppt. Ich habe es jetzt einfach mal so gebügelt, damit es so ein bisschen die Form behält. So sieht es dann von außen aus. Wenn ihr die Taschen dann soweit vorbereitet habt, dann können wir sie endlich auf der Hose positionieren. Dazu braucht ihr einmal die Positionierungsschablone. Das ist einfach so ein quadratisches Teil, das beim Schnitt dabei ist. Und das könnt ihr dann hier mittig auf der Seitennaht auflegen. Es gibt im Schnitt eine Position, die vorgegeben ist. Das könnt ihr dann so auflegen, man kann es aber auch eigentlich relativ frei bestimmen. Denkt aber auf jeden Fall dran, das Ganze nicht zu hoch zu machen, weil hier oben kommt ja auch noch die Klappe hin. Also lasst da genug Platz, dass man da auch noch die Klappe annähen kann. Ich mache es jetzt einfach mal so, Pi mal Daumen. Also ich finde, man kann da auch ruhig, einfach ein bisschen mutig sein, einfach mal machen. Es muss nicht immer alles auf den Zentimeter genau stimmen. Das Einzige, was halt wichtig ist, ist, dass ihr das bei beiden Hosenbeinen ungefähr auf der gleichen Position macht. Deshalb messe ich mir hier einmal meinen Abstand vom Saum aus, das sind hier 2,5. Dann weiß ich gleich bei der anderen Hose, dass ich es auch so anlege. Wenn ihr das dann so auflegen habt, dann könnt ihr mit Kreide unten und die Seiten einmal nachzeichnen. Und dann die Schablone wegnehmen. Und das gleiche macht ihr dann auch am anderen Hosenbein. Wie gesagt, schauen, dass ihr hier die gleiche Position habt. Wir beginnen dann damit, die Tasche unten festzustecken. Dazu klappen wir uns hier an der Tasche an der unteren Kante, also wir haben hier oben das umgebügelte, dann ist das die untere Kante, da klappen wir uns die Nahtzugabe bzw. die Versäuberungsnaht einmal ein. Das kann man sich auch bügeln, wenn sich das nicht so schön legt. Und dann legen wir das hier auf unsere eingezeichnete Linie und stecken das fest. Das sollte auch hier seitlich mit den Nähten aufeinandertreffen. So. Und wenn ihr das dann gesteckt habt, dann näht ihr das Ganze knappkantig fest. Wenn ihr es unten festgenäht habt, dann machen wir das gleiche mit den Seiten. Auch hier falten wir die Nahtzugabe nach innen. Das kann jetzt hier unten an den Eckchen so ein bisschen kompliziert sein. Also so ein bisschen, das ist ein bisschen viel Stoff. Schiebt euch das so, dass es passt. Dann steckt ihr euch das auch einmal fest.
der anderen Seite das Gleiche. Und das wird dann auch an den Seiten festgenäht. Passt drauf auf, hier oben, wenn da relativ viele Stofflagen aufeinander liegen, näht da vorsichtig, lieber mit dem Handrad, als einfach drüber zu brettern, nicht, dass euch die Nadel bricht. Ihr werdet beim Annähen der Seiten bestimmt auch gemerkt haben, dass es kaum möglich ist, hier unten an diesen Ecken so richtig runter zu nähen, damit das wirklich rundum geschlossen ist, sondern dass da immer so eine mini kleine Lücke bleibt. Das ist vollkommen okay so. Die ist so klein, da kann nichts rausfallen. Wenn ihr das alles gut verriegelt habt, ist das kein Problem. Das ist wirklich kaum machbar, vor allen Dingen mit einer normalen Haushaltsmaschine, dass man da richtig in die Ecken reinkommt. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Die Tasche ist jetzt aufgenäht, so sieht sie aus. Und jetzt fehlt noch unsere Klappe. Damit meine Klappe nicht so dick wird, habe ich sie mir nur zweimal aus Außenstoff zugeschnitten und dann noch zweimal aus einem dünneren Innenstoff. Dann wird es einfach nicht so dick. Die Klappen, also einmal bei mir hier eine aus Außen und eine aus Innenstoff, werden rechts aufeinander gelegt. Und dann hier an den kurzen Seiten und an der Spitze zusammengesteckt. Und dann könnt ihr diese gesteckten Seiten mit der von euch gewählten Nahtzugabe und Geradstich einfach zusammennähen. Wenn ihr die beiden Lagen der Taschenklappe zusammengenäht habt, dann könnt ihr an den Ecken die Nahtzugabe ein bisschen wegschneiden und dann das Ganze wenden, die Ecken schön rausarbeiten und die Klappe ordentlich bügeln, sodass man den Innenstoff möglichst nicht sieht. Ich habe das auch schon mal vorbereitet hier an der Klappe. Die habe ich dann außerdem noch einmal abgesteppt. Ich weiß gar nicht, ob man es im Video jetzt so gut sieht. Und dann habe ich noch einen kleinen Aufnäher drauf genäht, damit es ein bisschen süßer aussieht. Jetzt kommt die Klappe an die Hose. Die Klappe wird dazu rechts auf rechts mit der Spitze nach oben zeigend über die Tasche gelegt. Und zwar mit einem Abstand von ungefähr 1 Zentimeter zwischen der Tasche und der Klappe. Aber auch hier ist es jetzt nicht schlimm, wenn da mal ein Millimeter Unterschied ist. Das steckt ihr euch dann fest. Und dann näht ihr die Taschenklappe mit einem Abstand von 5 mm oder Füßchenbreit zu dieser Kante einmal an. Wenn ihr die Taschenklappe angenäht habt, dann faltet ihr sie nach unten. Das könnt ihr hier auch nochmal ein bisschen bügeln. Und dann könnt ihr euch das auch nochmal feststecken. Denn jetzt muss das Ganze noch einmal abgesteppt werden. Und zwar mit einem Abstand von ungefähr 1 Zentimeter zu dieser Kante hier. Also hier mit dem Nähen, Abstand von 1 Zentimeter. Schaut, dass ihr euch die Tasche so ein bisschen wegnimmt. Das sollte eigentlich gehen, dass ihr daran vorbeikommt. Dadurch, dass ihr das jetzt so nochmal absteppt, liegt die Nahtzugabe hier innen in der Naht und kann nicht mehr ausfransen. Die Karotaschen sind jetzt soweit fertig. Und wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr hier auch noch einen Knopf oder einen Druckknopf anbringen, damit man die Tasche schließen kann. Das lasse ich aber jetzt mal und zeige euch noch gerade, wie man die letzten Schritte macht, die im Prinzip auch noch zur Cargotasche zugehören, weil man die, wenn man die Hosen nach der normalen Anleitung nähen würde, ohne Cargotasche, ein bisschen anders machen würde. Wir legen nämlich jetzt die beiden Hosenbeine rechts aufeinander und stecken uns die hintere und die vordere Schrittnaht aufeinander. Denkt außerdem dran, hier vorne an dem Fake-Beleg, wo der Knips ist, auch noch eine Nadel zu stecken, weil da nähen wir uns die Hose ja auch so ein kleines Stückchen noch zusammen. Jetzt könnt ihr die Schrittnähte mit eurer gewählten Nahtzugabe schließen, dieses kleine Stück auch so 2 cm weit mit Geradstich ungefähr abnähen, die Nahtzugaben versäubern und in eine Richtung bügeln. Nachdem ich jetzt die Schrittnähte geschlossen und versäubert habe, habe ich auch noch hier oben den Fake-Beleg einmal abgesteppt. Hier ist das Ganze ja offen, also man kann reingucken. Und hier habe ich es dann entlang des Verlaufs des angeschnittenen Fake-Belegs einmal abgesteppt, bis nach unten, wo dann hier die Schrittnaht wieder ist. Jetzt müssen wir noch die innere Beinnaht schließen. Dazu wende ich es mir wieder auf links. Und dann stecke ich die innere Beinnaht schon Vord- und Hinterhose aufeinander. Ganz wichtig natürlich, dass hier im Schritt die beiden Nähte aufeinander treffen.
Jetzt wird die innere Beinaht auch mit eurer gewählten Nahtzugabe und Geradstich geschlossen. Anschließend die Nahtzugabe versäubern und in Richtung der Hinterhose bügeln, so gut es geht. So, das Letzte, was jetzt noch fehlt an meiner Hose, das ist der Bund mit Gummizug und den nähe ich ganz genauso wie auch bei der anderen Klüngelbürgs. Ich habe euch das schon in einem anderen Video gezeigt. Da könnt ihr nochmal nachgucken, wenn ihr nicht mehr ganz sicher seid, wie das ging. Da ist sie nun, die fertige Klüngelbürgs als Cargo Shorts und ich finde, sie ist richtig, richtig cool geworden. Eine ganz tolle Variante für den Sommer, für große und kleine Männchen. Von vorne, von hinten. Richtig cool mit vielen Taschen, um Schätze zu sammeln, Muscheln und Steine am Strand. Ich hoffe sehr, die Videoanleitung hat euch geholfen und ihr habt jetzt auch Lust, einfach mal mit dem Schnitt ein bisschen zu experimentieren und auch selbst schöne kurze Hosen für den Sommer zu nähen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen lieben Kommentar und einen Daumen nach oben. Und natürlich wäre es schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn dann bekommt ihr immer mit, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal.